So, hallo zusammen, willkommen zum zweiten Teil. Da das Video, wo wir die Spreizung erklären, zu lang wird, wenn wir da auch noch den Nachlauf mit reinpacken und ich euch nicht damit quälen will, und wenn ihr so eine Auffassungsgabe habt wie Glenn, wird das ohnehin schwierig. Daher haben wir einen Cut gemacht und das ist der zweite Teil. Wir sind wieder beim Mordstuning und Micha wird euch erklären, was der Nachlauf ist. Und ich hoffe, ihr... Oh, alles gut. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Lasst ihm ein Like da. Bis nachher. Aber ich fühle mich auch unheimlich schlau mit so Stiften in der Hand, ne? Das ist richtig gut. Das hebt mein Hauptschulniveau so ein bisschen nach oben. Ich müsste jetzt so eine Brille aufsetzen, dann wäre das alles prima. Spreizung soweit, wie gesagt, kann man schlecht einstellen, da kann man nichts machen, aber es hat natürlich auch einen Effekt beim Fahren in der Fahrdynamik. Ne? Aber der Nachlauf, der ist jetzt natürlich noch eigentlich der Gegensatz von der Spreizung, wenn ich das so sagen darf. Es gibt noch viele, die sagen, oh, das ist super falsch. Aber wir gucken uns das mal an. Wenn ich mir das Rad jetzt um 90 Grad versetzt, mir das Fahrzeug anschaue, dann ist mein Rad ja nicht mehr rechteckig, sondern rund. Genau. Wir stehen jetzt quasi an der Seite. An der Seite. Ne? Genau. Fahrer, Beifahrer, genau. So für Laien, die sehen dann, wenn ich von der Seite gucke, den Abstand des Rades zur hinteren Kotflügelkante und zur vorderen Kotflügelkante und sagen dann, oh, guck mal, hier kann ich aber eine ganze Hand reinstecken und hier nur zwei Finger. Dann weiß ich, dass das Rad nach vorne oder nach hinten gewandert ist. Das ist schon Nachlauf. Okay. Ne? Wenn die jetzt irgendwo mal vorgefahren sind, das ist irgendwo krumm oder wie auch immer, nicht richtig eingestellt, ne? Das ist dann halt schon Nachlauf. Das Rad ist da, mein Stoßdämpfer ist jetzt genauso da, das heißt, ich habe immer noch meinen Stoßdämpfer mit meinem Domlager und dem Tragführungsgelenk, nur halt jetzt mal um 90 Grad versetzt und hat auch eine bestimmte Neigung. Wenn ich das einfach mal so einzeichne, zack, hier auch wieder mein Tragführungsgelenk. Und jetzt kommt eigentlich genau das Gleiche. Was ganz wichtig ist, wir müssen jetzt die Fahrbahnoberfläche sehen. Ne? Das heißt, irgendwo muss das Fahrzeug auf der Straße stehen, weil das wichtig ist. Jetzt habe ich genau das Gleiche wieder. Ich habe wieder den Durchstoßpunkt dieser beiden Lenkpunkte, die ich habe. Das ist nämlich oben Domlager, Tragführungsgelenk. Wenn ich die beiden Linien jetzt verbinde, wie ich es oben auch gemacht habe, treffen die dann irgendwann mal auf der Fahrbahnoberfläche. Zack, irgendwo hier. Ne? Man stellst dir vor, du steckst einen Stock oben rein. Ne? Das trifft da drauf. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt lenke, lenkt das Rad um diesen Punkt. Nicht auf den Punkt in der Mitte, sondern auf diesen Punkt. Wie wir auch gerade gezeigt haben, ne? Es ist nie gerade, sondern immer leicht, immer leicht versetzt nach hinten. Und, ne? Und nach innen oder nach außen. Also quasi die Richtung raus wäre hier die Ansicht und das hier wäre die Ansicht. So sieht es aus. Okay. So. Ja. Ne, diese Lenk- oder Schwenkachse, die jetzt irgendwo auf der Fahrbahnoberfläche trifft. Und dann haben wir noch die sogenannte Radmittenebene. Das heißt, der Punkt, wo praktisch das Rad auch genau auf der Fahrbahnmitte auftritt, das ist dieser Punkt. Okay. Da mein Rad ja rund ist und irgendwo einen Aufstandspunkt hat, nennt man diesen Punkt Radmittenebene. Okay. So, und jetzt haben wir auch wieder zwei Linien. Und zwar, wir haben einmal hier oben einen Winkel. Ja. Das ist der sogenannte Nachlaufwinkel. Ja. Und wir haben jetzt unten einen, also ein neues, ja, eine... Neues Parameter. Neues Dingsbums. Genau. Neues Bumsbums. Bumsdings. Und das ist hier unten eine Nachlaufstrecke. Ah. Ne? Das heißt also, die Entfernung zwischen Radaufstandspunkt zum Aufstandspunkt der Lenkachse. Okay. Ist die sogenannte Nachlaufstrecke. Ich schreibe das einfach mal dahin. Du bist kein Hauptschüler, du bist Arzt. Ich wollte gerade sagen. Nein, ich sage immer so, man fängt immer an zu schmieren, weil man als Hauptschüler und Legastheniker seine Rechtschreibfehler vertuschen will. Ich schreibe jetzt noch irgendwas dahin. So. Das ist also sehr theoretisch, aber anders kann man es halt nicht erklären, weil das Auto zu verbaut ist, um es am Fahrzeug zu zeigen. Das ist nun mal eben so. Okay. Den Winkel, den ich habe und die Nachlaufstrecke sind zwei Parameter, die ich jetzt dadurch erlange, wo man jetzt mal gucken muss, was macht was. Der Nachlaufwinkel, den ich hier habe, ist eigentlich der Winkel, den ich in der Achsvermessung messen kann. 7 Grad, 8 Grad, 9 Grad, 10 Grad. Der Winkel ist ausschließlich dafür, dass das Fahrzeug beim Einlenken in den negativen Sturz fällt.
Das okay. heißt, das, was er beim Einlenken in den positiven Sturz fällt, das Kurvenäußere Rad, macht er hier in den negativen Sturz. Das okay. heißt, umso mehr Nachlaufwinkel ich habe, umso mehr Sturz kann ich regenerieren. Das hat den Vorteil, wenn ich viel Nachlauf habe, brauche ich wenig Sturz in Geradeausfahrt. Okay, weil ich im dynamischen Bereich, sprich in der Kurvenfahrt, meinen Sturz nicht durch das Aufstellen verliere, sondern ihn quasi dagegen wirke und ihn beibehalte. Genau, ich gewinne ihn. Ich gewinne ihn. Im negativen Sinne. Genau. Im negativen Bereich. Okay. Er gewinnt im Positiven, was schlecht ist für unsere Kurvenäußeres. Ja. Er gewinnt im Negativen. Das wollen wir. Und das wollen wir, weil wir wollen ja ein Abstützmoment haben für das Kurvenäußere Rad. Ja. Das heißt, die beiden heben sich irgendwo auf. Und da die beiden sich irgendwo aufheben, habe ich halt das Problem, dass ich in gerade Ausstellung so viel Sturz einstellen muss. Und deswegen ist Sturz auch nicht bei jedem Auto gleich. Lustig ist immer auf der Rennstrecke, wenn dann irgendeiner beim BMW zum Forte geht, sagt, was fährst du denn an Sturz? Oh, hier auf der Strecke musst du 3 Grad fahren, fahre ich auch. Geht überhaupt nicht, weil die Geometrie des Fahrzeugs ganz anders ist. Ja. Das ist die Nachlaufstrecke, das ist auch das, was wir einstellen. Nicht Nachlaufstrecke, der Nachlaufwinkel. Und das ist auch das, was wir einstellen, was wir messen können. Okay. Die Nachlaufstrecke ist aber eigentlich viel interessanter, weil die Nachlaufstrecke zeigt eigentlich, wie groß das Rückstellmoment des Rades ist. Ja. Wichtig ist, dass man natürlich hier die Fahrtrichtung auch sehen muss. Das heißt, das Fahrzeug fährt jetzt in diese Richtung. Ja. Nachlauf heißt es, weil das Rad, also Aufstandspunkt des Rades, immer hinter dem Aufstandspunkt der Lenkachse hinterherfahren will. Es will nachlaufen. Ja. Deswegen nennt man es Nachlauf. Ja. Wenn man sich einen Einkaufswagen mal sieht, sieht man ja, dass das Rad ja immer sich so dreht, dass es gezogen wird. Genau. Ne? Und genau, die Achse und das ist quasi immer dahinter. Genau, immer dahinter. Und wenn du mit dem Einkaufswagen mal versuchst, das Rad umzudrehen, dann geht das ganz schnell und es dreht sich wieder rum. Das kann ein Auto nicht, weil die Lenkung dreht sich nicht um 360 Grad. Okay, ja, klar. Aber dieses Moment nutzt man, um in der Dynamik beim Fahren das Lenkrad aus der Kurve loszulassen, was sich automatisch geradeaus zieht. Mhm. Das macht unser Nachlauf, aber auch nur die Nachlaufstrecke. Okay. Nicht der Nachlaufwinkel. Der Nachlaufwinkel ist nur für die Rückstellung oder beim Lenken für den Sturz da. Okay. Dann meine Frage. Wie kann ich den Nachlaufwinkel denn einstellen? Denn ich kenne Dome. Klar, es gibt auch Dome, die haben 2 Achsen zum Verstellen. Mhm. Aber meine beim Z4 zum Beispiel hatten nur 1 Achse. Das heißt, ich konnte wirklich jetzt in meinem Verständnis wirklich nur den Sturz einstellen. Mhm. Aber wie kann ich denn die Position des Dämpfers quasi in Fahrtrichtung in der Achse einstellen? Mhm. Also es gibt jetzt 2 Arten, wo du gucken musst, wo du jetzt Einfluss drauf nehmen willst. Mhm. Möchtest du jetzt den Nachlaufwinkel ändern oder die Strecke? Weil du könntest ja den Winkel auch ändern, ohne dass du die Strecke ändern willst. Oder du könntest die Strecke ändern, ohne dass du den Winkel änderst. Bestes Beispiel, du fängst jetzt an, ein größeres Rad drauf zu bauen. Ja. Also ich sag mal vom Umfang her, nicht 15 Zoll und 18 Zoll, sondern wirklich vom Umfang größeres Rad. Ja. So. Das heißt, wenn das Rad größer wird, wird ja auch der Aufstandsfläche meines Bodens nach unten verlagert und schon... Genau, ist ja die Entfernung hier viel länger als die Entfernung. Mhm. Das heißt, ohne dass ich den Winkel verändert habe, verändere ich aber die Nachlaufstrecke. Mhm. Und dementsprechend kriege ich mehr Lenkrückstellkräfte. Okay. Ne? Oder es verringert die Flatterneigung bei Geradeausfahrten. Manchmal hast du so das Problem, wenn du fährst, dass es anfängt vorne rum zu flattern. Ja. Umso länger die Strecke wird, umso größer wird der Hebelarm und umso steifer und stabiler läuft das Rad hinterher. Okay. Okay. Ne? Mhm. Wie wird das eingestellt? Man hat unten einen Dreieckslenker und dieser Dreieckslenker ist auf einem Domlager aufgebaut und wird ja hier irgendwo an der Karosse verschraubt. Ja. So, wenn hier jetzt so mein Rad ist. Ja. Mit dieser Entfernung... Das ist ja der Querlenker eigentlich. Genau. Mit dieser Entfernung... Wenn ich die einen rein und raus schraube, angenommen ich würde jetzt hier ein Gewinde drauf machen oder hier eine Exzenterschraube drauf machen, mhm. würde ich die Entfernung verstellen, würde ich bei der Entfernung den Sturz verstellen, richtig? Ja. Ganz klar. Mache ich den länger, ne, wird er unten irgendwo rauskommen, oben ist er ja gebunden, also fängt er an den Sturz ins Negative zu drücken. Verstehe. Wenn ich diese Entfernung hier ändere durch eine Exzenter oder eine Schraube, fange ich an das Rad nach vorne und nach hinten zu holen. Dadurch, dass ich, denn, wenn ich diese Strecke verkürze, fängt er an, das Rad nach vorne zu stellen. Er fängt ihn an, in die Vorspur zu bringen. Das stelle ich dann mit meiner Spurstange wieder in gerade Ausstellung. Aber das ganze Rad verändert die Position nach vorne und nach hinten. Okay. Und das zu einem festen Punkt des Domlagers fängt an, praktisch die Linie, die sogenannte Lenk- oder Schwenkachse, zu versetzen. Okay. Und dadurch ändere ich meinen Nachlauf. Alles klar. Ne? Hierbei werde ich beides verstellen, also Nachlaufstrecke wie auch Nachlaufwinkel.
ne? Weil das eine gebundene Komponente ist. Ne? Okay, das heißt aber mit einem Serienquerlenker hast du da... Es gibt weniger Autos, die es machen können. Okay, sonst muss man das... Genau, ansonsten muss man es ändern. Ja. Ne? Also das Beste ist immer wenig Spreizung, viel Nachlauf, um damit in gerade Ausfahrt den Sturz so gering wie möglich zu haben. Weil umso mehr Sturz ich in gerade Ausfahrt habe, umso weniger Auflagefläche habe ich beim Anbremsen nach der Geraden. Ja. Ne? Weil ich habe ja nicht mal meine 100% Auflagefläche. Das heißt, ich fahre auf die Gerade, erste Kurve kommt, ich mache in gerade Ausstellung eine Bremsung. Und die Auflagefläche bei zu großem negativen Sturz ist so gering, dass er sofort anfängt zu blockieren. Genau. Und wenn ich einen Frontantrieb habe, habe ich auch ganz schnell das Durchdrehen der Räder beim Anfahren, weil ich einfach in gerader Ausstellung keine 100% Auflagefläche habe. Von daher wäre es geil, mit Sturz 0 zu fahren, in geradeaus, und sobald ich einlenke, den maximalen Sturz über den Nachlauf zu regenerieren. Formel 1 Fahrzeuge können da sowas zum Beispiel, das sieht man. Cool. Ne? Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis zu Nachlauf und Spreizung. Ob man es braucht, meistens kann man es so und so nicht ändern, aber man sollte wissen, was man damit vielleicht verändern könnte, theoretisch. Cool. Ne? Micha, vielen Dank dafür und auch vielen Dank dafür, dass du das Ganze mit uns teilst, weil das ist auch nicht üblich. Also es gibt wenig Leute, die wirklich so fundiertes Wissen haben und bereit sind, das Ganze so zu teilen, weil immerhin ist das hier sein Tagesgeschäft und er teilt das mit uns allen. So dass wir auch wirklich verstehen, worum es geht und was man da macht, finde ich richtig cool. Zeigt aber auch die Resonanz auf die Videos, die ich vorher mit dir gedreht habe. Richtig, richtig klasse und ich hoffe, dass wir noch weitere, viele solcher Videos drehen. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Dein RS schaut mich gerade an. Ich glaube, ich gehe auf jeden Fall noch eine kleine Runde drehen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ja. Und lasst ein Like für Micha da. Haut rein. Danke. Danke, ciao. Wer möchte denn mit mir zusammen ins Fernsehen? Hast du verstanden?